Das Magazin Wirtschaftsfenster MV wird kofinanziert von der Europäischen Union. Ich begrüße Sie zum Wirtschaftsfenster MV. Liebe Zuschauerinnen und Zuschauer, in unserem MacPomweit-Magazin schauen wir in zwei Unternehmen, die auf ihren ganz unterschiedlichen Arbeitsgebieten innovative Entwicklungen vorantreiben. Solche Forschungsarbeit wird aus dem Europäischen Fonds für regionale Entwicklung gefördert. Aber auch die Einrichtung aus dem kulturellen Bereich in unserem ersten Beitrag konnte von Förderung aus eben jenem Topf profitieren. Rund 40 Kilometer südlich von Neubrandenburg liegt Karwitz, ein 300-Seelendorf inmitten der Feldberger Seenlandschaft. Für Urlauber und Einheimische gleichermaßen ein Idyll. Doch nicht nur die Natur lockt die Menschen an diesen Ort. Denn wer sich für die deutsche Literaturgeschichte interessiert, der kann sich hier in Karwitz auf Spurensuche einer bedeutsamen Persönlichkeit begeben. Auf die von Rudolf Ditzen. Besser bekannt als Hans Fallada. Der Schriftsteller lebte und arbeitete von 1933 bis 1944 hier in diesem Haus. 1991 gründete sich die Hans Fallada Gesellschaft, die das Anwesen als Museum für Besucherinnen und Besucher zugänglich machte. Heute bietet das Hans-Fallada-Museum neben einer umfangreichen Sammlung der Werke des Schriftstellers auch original zeitgenössisches Mobiliar. Das größte Fund unseres Museums ist, denke ich, dass wir am Originalschauplatz arbeiten können und vieles von dem zeigen können, was Falladas Lebenswirklichkeit ausgezeichnet hat. Wir haben sehr viele Originalmöbel, sodass wir einige Räume auch wirklich im Originalzustand zeigen können. Und wir zeigen natürlich vieles aus Falladas Leben, wie zum Beispiel in diesem Raum, in dem man sich sehr gut über sein Schaffen, über seine verschiedenen Lebensorte informieren kann. Also eine Mischung aus Authentizität und musealer Aufbereitung. Für diese Aufbereitung und Instandhaltung des gesamten rund 15.000 Quadratmeter großen Anwesens am Karwitzer See muss der Verein natürlich auch ausreichend finanzielle Mittel bereithalten. Um Kosten zu sparen, entschied man sich vor einigen Jahren für die Umrüstung der Beleuchtung, nicht nur im ehemaligen Wohnhaus. Hier befinden wir uns in der ehemaligen Scheune, die wie das Wohnhaus 1848 erbaut und von Hans Fallada in der Tat noch als Scheune genutzt wurde. Heute nutzen wir dieses Gebäude für Veranstaltungen, Lesungen, Vorträge, aber auch für Sonderausstellungen. Und gerade hier haben wir sehr viele LEDs verbaut, sodass sich in diesem Saal die Einsparung doch immens zeigt, weil das Licht hier auch über viele Stunden, wenn wir das Museum geöffnet haben, brennt. Zusätzlich zu der Sonderausstellung wird der Scheunensaal für Lesungen, Vorträge oder Konzerte genutzt. Umso wichtiger war die Umrüstung auf die moderne LED-Technik. Hierfür gab es Förderung aus dem Europäischen Fonds für regionale Entwicklung. Ohne diese Förderung hätten wir als Verein diese Umrüstung auf LED nicht bewerkstelligen können. Die Lampen sind teuer, das muss man ganz deutlich so sagen. Und ich hatte diesen Plan schon lange, umzurüsten aus Kostengründen, aus Umweltschutzgründen, aber es war uns als Verein einfach nicht möglich, diese Investition zu tätigen und da hat natürlich die Förderung sehr geholfen. Einerseits ist das Hans-Fallada-Museum wichtig für die Region und andererseits ist die Region auch wichtig für das Museum. Denn hier in Karwitz kann man Kultur erleben und gleichzeitig die Natur genießen. Eine einzigartige Kombination, die so nicht alltäglich ist. Um die Natur auch langfristig noch genießen zu können, müssen wir bekanntermaßen in großem Maßstab umdenken. Stichwort Energiewende. Dazu will auch das Unternehmen, welches wir Ihnen jetzt vorstellen möchten, seinen Beitrag leisten. Ich bin einfach mal so geblieben. Ne? Ich auch. Ich grüße Sie. Guten Tag, Herr Mayer. Freut mich, dass Sie da sind, dass Sie sich die Zeit nehmen. Sie sind die Alternative zu schmutzigen Dieselaggregaten. Sauberer, wartungsärmer und auch in kältester Umgebung einsetzbar. Brennstoffzellen von U-Energy. Seit Anfang des Jahres fungiert das zwischendurch der Firma Sunfire zugehörige Unternehmen wieder unter seinem Ursprungsnamen. Gründer und Geschäftsführer Dr. Matthias Bolze hat die Unternehmensanteile wieder uneingeschränkt in eigener Hand. Und er hat damit viel vor,
wie er Wirtschaftsminister Reinhard Mayer bei dessen Besuch berichtete. Schon jetzt sind die Brennstoffzellen aus Neubrandenburg in vielfältigen Anwendungsbereichen im Einsatz. Ob in Messstationen, auf verschneiten Berggipfeln oder bei Gleisreparaturen in Niemandsland. Unsere Kunden sind in ganz verschiedenen Branchen unterwegs, im Wesentlichen in Premium-Märkten für uns, Telekommunikation, Überwachung, aber auch Öl-Gas-Bereich. Also wir liefern unsere Geräte wirklich weltweit an Kunden aus. Das sind namhafte Unternehmen in Nordamerika. Wir haben Installationen in Alaska, in Japan, in Südafrika, in Europa. In Deutschland jetzt den ersten Kunden. Also wir sind eigentlich ein Exportunternehmen. Wir machen die letzten Jahre fast 100% Export unserer Verkäufe. In diesem Jahr ist es uns gelungen, die ersten Geräte auch in Deutschland zu verkaufen. Und wir hoffen, das wächst natürlich. Bisher wurden die Herzstücke der Brennstoffzelle, die sogenannten Stacks, außerhalb von Neubrandenburg produziert. Das soll sich in Zukunft ändern. Das Unternehmen will auch diese Produktion und damit die Wertschöpfung ins eigene Haus holen. Fast 12 Millionen Euro wurden seit Gründung in Produkt und Produktion investiert. Unterstützung erhielt das einstige Start-up-Unternehmen sowohl in den Anfängen als auch in den späteren Jahren durch Fördermittel aus dem Europäischen Fonds für regionale Entwicklung. Ja, es gibt zwei Bereiche, wo wir eigentlich darauf angewiesen sind, Unternehmen zu fördern. Das ist beim Start in der Tat, auch das Thema Risikokapital spielt da eine Rolle. Und das zweite große Thema sind Innovationen. Gerade kleine und mittlere Unternehmen sind nicht so in der Lage, von der Kapitalkraft entsprechende Forschung und Entwicklung zu betreiben, weil das sehr aufwendig ist. Und da unterstützen wir gerne. Die Potenziale der Brennstoffzellen von New Energy sind längst noch nicht ausgeschöpft. Denn die Vorteile liegen nicht nur in der Vielzahl der örtlichen Einsatzmöglichkeiten, sondern auch in der Wahl des zugeführten Brennstoffs. Noch ist es größtenteils Propangas, das hier als Kraftstoff verwendet wird. Weil den kann man weltweit kaufen. Ob es in Indien ist, ob es in Nordamerika ist oder in Japan, gibt es Propan in Flaschen zu kaufen. Und deswegen ist das im Moment unser Hauptkraftstoff. Für Gaspipelines setzen wir auf Erdgas. Aber in Zukunft werden wir auf Wasserstoff setzen, wenn es den aus der Pipeline gibt. Oder natürlich auf Ammoniak, weil Ammoniak hat den Vorteil, er ist kohlenstofffrei. Das ist der einzige kohlenstofffreie Wasserstoffträger und damit für uns der Zukunftskraftstoff schlechthin. Im Ammoniak könnte auch die Zukunft des Schiffsmotors liegen. So forscht New Energy gemeinsam mit verschiedenen Partnern an einer emissionsfreien maritimen Antriebstechnik, um die Brennstoffzelle nicht nur auf verschneite Gipfel in Alaska, sondern auch aufs Meer zu bringen. Und wir bleiben bei der Forschung. In unserem letzten Beitrag in diesem Magazin nehmen Sie unsere Kollegen aus der Landeshauptstadt mit in ein Unternehmen, das Medizinprodukte prüft und Verfahren dieser Prüfungen auch weiterentwickelt. Die Firma Hübzen Germany in Schwerin ist seit über 28 Jahren ein akkreditiertes Prüflabor für Medizinprodukte und Desinfektionsmittel. Sie führen Qualitätssicherungsprüfungen für die jeweiligen Hersteller durch. Hübzen arbeitet nach nationalen und internationalen Standards mit 650 Kunden weltweit nach dem Grundsatz: Qualität schafft Vertrauen. Das eigentliche Ziel, was wir verfolgen, ist, die Patienten- und Anwendersicherheit zu verbessern der Produkte. Das erreichen wir, indem wir vertrauensvoll mit den Herstellern zusammenarbeiten, wenn es um das Know-how und die Verbesserung ihrer Produkte geht. Das Unternehmen testet mit rund 70 Mitarbeitenden am Standort unter anderem Medizinprodukte auf biologische Unbedenklichkeit und die Wirksamkeit von Desinfektionsmitteln, unter anderem gegenüber Viren. Um die Viren nachweisen zu können, müssen wir Verdünnungsreihen durchführen. Und die machen wir im Moment mit Verdünnungsröhrchen. Und das ist sehr aufwendig, weil diese erst sterilisiert werden müssen. Dann werden sie befüllt manuell. Und nach dem Gebrauch werden sie wieder erst dekontaminiert und hinterher wieder gewaschen und wieder sterilisiert. Und das Ganze möchten wir miniaturisieren. Und da gibt es so kleine Plastikblöcke sozusagen, Deepware-Blöcke heißen die. Da kann man das im Maßstab 1:2 miniaturisieren und hat eben deutlich weniger Arbeit bei der Vor- und bei der Nachbereitung.
Wirtschaftsminister Reinhard Mayer hat sich bei der Hückzent Germany GmbH über aktuelle Vorhaben informiert und einen Fördermittelbescheid für ein Forschungsvorhaben übergeben. Die Gesamtinvestition für das Vorhaben beträgt rund 152.000 Euro. Das Wirtschaftsministerium unterstützt aus Mitteln des Europäischen Fonds für regionale Entwicklung in Höhe von knapp 76.000 Euro. Wir haben hier ein Unternehmen in einem Kernbereich einer Branche, die wichtig ist für unser Land, nämlich im Bereich der Lebenswissenschaften, Life Sciences, Medizintechnik, mit vielen Aufträgen bundesweit und darüber hinaus. Und deswegen ist das ein Kern einer ganz, ganz wichtigen Branche mit entsprechenden Fachkräften für Mecklenburg-Vorpommern. Ziel des geförderten Forschungsvorhabens ist es, Arbeitsschritte im Bereich der Desinfektionsmittelprüfung zu miniaturisieren und zu automatisieren. Die Automatisierung beginnen wir auch schon mit der Aussaat der Zellen, die wir für die biologischen Prüfungen brauchen. Da haben wir schon ein kleines Gerät jetzt, das wir austesten, wo wir mit einem Knopfdruck 96 Wells füllen können, wofür wir sonst eben 96 Mal pipettieren müssten. Also das hilft uns auch sehr weiter. Und im zweiten Schritt möchten wir noch einen aufwendigeren Pipettierautomaten testen, der uns dann auch die Verdünnungsreihen übernimmt. Und auch das dient wieder der Einsparung von Ressourcen und der Erleichterung der Arbeit für die Mitarbeiter. Das Familienunternehmen wurde im März 1996 gegründet. Im Juli 2013 übernahm Dr. Sebastian Werner das Unternehmen seines Vaters. Das Ziel von Hückzent, die Patienten- und Anwendersicherheit durch stetig präzise Qualitätssicherungsprüfungen weltweit kontinuierlich zu verbessern. Hückzent Germany ist für die Zukunft stabil aufgestellt. Über Mitarbeitende im Labor- und Verwaltungsbereich würde sich das Prüflabor freuen. Zeitsparende Prüfverfahren für Medizinprodukte, energiesparendes Licht für Fallader, emissionsfreie Antriebstechnik für Schiffe. Mehr Beiträge zum Thema Einsatz und Wirkung europäischer Fördermittel dann im nächsten Wirtschaftsfenster MV.